Guten Tag, mein Name ist Tim Edler, dies ist das Reality Studio und ich begrüße euch recht herzlich zum 21. Videoblog aus dem Studio. Und heute war, wer war denn hier, Thomas? Hi, mein Name ist Donald Duck. Heute war einer von der Redaktion da vom Radio RST aus dem Kreis Steinfurt und der hat ein kleines Interview mit uns geführt und wir haben ihm erzählt, was wir für ein Studio sind, was wir so machen, dass wir das einzige Studio, das erste Studio in ganz Deutschland sind, was live ins Internet sendet, Tim. Genau, ich finde auch, das ist eine super geile Sache. Und zwar sind wir das erste und einzige momentan noch, das wird sich hoffentlich auch nicht so schnell ändern, Studio in Deutschland, was live ins Internet überträgt. Das heißt, ihr habt eine Band oder seid ein Solokünstler, macht Musik und ihr könnt unsere Live-Cam nutzen für euch, für Promo-Zwecke. Könnt entweder eure Aufnahmen aus dem Studio ins Internet übertragen lassen oder eine Webcam-Übertragung in Form eines Konzertes starten. Also ihr kommt hier rein, spielt ein Webkonzert und übertragt das live und könnt somit für Konzerte oder für eure Band einfach werben. Und die Sache ist ganz einfach. Ihr wolltet immer schon mal ins Fernsehen. Ihr wollt eure geile Band, an die ihr glaubt, wovon ihr überzeugt seid, wollt ihr live darstellen im Internet, im Fernsehen. Zeigen, wie geil ihr seid live. Das könnt ihr jetzt bei uns. Reality Livecam, ja. Das Ganze kostet nur 50 Euro pro Stunde. Also eine Stunde Übertragung, 50 Euro. Ist geschenkt eigentlich. Und das Ganze passiert mit Video, so wie jetzt auch. Ton natürlich, Tonübertragung, ganz wichtig bei Musik. Und Live-Chat, das heißt, eure Fans und die Zuschauer können live mit euch chatten. Und ihr mit ihnen, ist ja klar. So. Und nachher kommt noch der Daniel von Osnabrück Metal vorbei, mit dem wir über ein ganz neues Format für die Livecam verhandeln werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, was dabei passiert. Und jetzt der Akkord des Tages von Thomas Lehmkühler. Danke, das war der 21. Videoblog aus dem Reality Studio. Bis nächste Woche. Tschüss!